Der Umweltpreis des Landtages Mecklenburg-Vorpommern wurde am Dienstag im Thronsaal des Schlosses feierlich verliehen. Insgesamt 6 Initiativen zum Schutz und zur Entwicklung von Gewässern als Habitat und als natürliche Ressource wurden ausgezeichnet. Die Preisträger haben ihren Beitrag im Erwachsenenbereich wie auch im Bereich Kinder- und Jugendprojekte geleistet. Mit großer Sorge haben die Experten bei der Preisverleihung über den Wasserschutz gesprochen. Denn nur 4% aller untersuchten heimischen Gewässer weisen nachhaltige, 100%ige Qualität vor. Gewässerqualität ist nicht gleich Gewässerqualität. Wir sind dabei, die Qualität der Gewässer ständig zu verbessern, aber sie ist noch lange nicht gut genug. Das hat auch etwas zu tun mit der Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung, mit den Einträgen von Stickstoff, Phosphat und so weiter. Der erste Preis ging an den Förderverein des Naturparks Mecklenburgische Schweiz, Kummerower See. Ebenfalls ausgezeichnet wurden der Förderverein des Naturparks Feldberg, Uckermarsche Seenlandschaft und die Agrargenossenschaft Bartelshagen. Träger des Jugendumweltpreises 2015 sind die Kita Haus Sonnenschein aus Bantin sowie die Freie Schule Pröberow und die Klasse 3b der Schule am Friedensring Wittenburg.